Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ihr befindet euch wieder in meiner Hexenküche, wo manchmal was gut läuft und meistens was schlecht läuft. Und ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Und zwar werde ich heute mal so ein bisschen mischen. Wir haben erstmal ein Food Haul, aber weil es jetzt erst ein Food Haul gab, habe ich gedacht, mixe ich das so ein bisschen. Ich nehme euch gleich einmal kurz mit ins Schlafzimmer und... nicht, was ihr denkt. Das war tatsächlich Picknick. Das ist unser Food Haul. Ein kleines bisschen weniger als sonst, weil wieder Gemüse aus der Solavie und Gemüse vom Markt. Ich werde versuchen, mich heute ein bisschen kürzer zu halten beim Food Haul, weil... guter Witz, ne? Denn danach machen wir noch was. Ich habe einen Hefezopf vorbereitet, den backen wir. Und dann machen wir noch zwei herzhafte Aufstriche. Bevor es losgeht aber, nehme ich euch mit ins Schlafzimmer, denn ich darf euch einen neuen Rabattcode von Armed Angels raushauen. Davon ist der Pulli, aber eigentlich soll es um die Hose gehen. Diese Jeans habe ich nämlich relativ neu und ich liebe sie. Warum Armed Angels? Armed Angels habe ich gerade beim Ausmisten wieder gemerkt, dass das so eine Firma ist, wovon ich eigentlich nichts abgeben will, weil die Sachen einfach schön bleiben. Die Jeans, das ist immer so ein bisschen schwierig, auch über die Kamera rüberzubringen, weil die heutzutage das echt hinkriegen, dass man von Weitem oder über die Kamera so richtige billige Chemie, dünne Stretch-Jeans, dass die aussehen wie tolle Jeans. Ne? Aber wenn du eine Armed Angels Jeans in der Hand hältst oder die auch sogar auspackst und mal darauf achtest, wie riecht das, dann merkst du einen Unterschied. Es ist einfach umweltschonender und die Sachen sind aus recycelter Biobaumwolle. Ich zeige euch jetzt mal kurz im Schlafzimmer, da habe ich euch nämlich mal was vorbereitet, da habe ich mir was überlegt, wie ich es schaffen kann, euch mal über die Kamera zu zeigen, was denn der Unterschied in der Qualität ist, weil hier müsst ihr einfach nur fühlen und dann spürt ihr das. Und Armed Angels, das ist auch so bei mir so, ihr zieht die an und dann passt das. So, ich habe jetzt hier mal meine zwei Lieblings-Armed Angels Strickpullis rausgelegt. Das ist einmal hier dieser graue, den habe ich schon Ewigkeiten, also mehrere Jahre. Und den hier... ein Jahr mindestens. Das sind so meine Lieblingspullis. Und auch hier kann man jetzt nicht, wie der sich anfühlt und wie schwer der ist, wie qualitativ der ist, kann man jetzt über die Kamera nicht festhalten. Aber ich kann euch ein bisschen versuchen, auf der Kamera die Struktur des Stoffes zu zeigen. Im Gegensatz zu anderen Pullover, das sieht jetzt echt daneben auch richtig schlimm aus, die ihr auch von mir kennt und die ich auch total liebe. Aber ich möchte euch einfach zeigen, was der Unterschied ist vom Stoff her und von der Qualität. Also sowas habt ihr halt bei Armed Angels nicht. Und jetzt im Gegensatz sieht es halt wirklich schlimm aus. Hier bei dem ist es halt auch... ich weiß nicht, wie gut das über die Kamera rüberkommt. Da müsstest du dich halt jetzt schon 3 Stunden hinsetzen mit so einem Fusselrasierer. Also den Rabattcode für Armed Angels und den Link setze ich euch in die Infobox. Mit dem Code JosieWieber15 spart ihr nämlich bei Armed Angels 15%. Und ich setze euch natürlich den Link genau rein noch zu diesem coolen Hoodie und zu meiner aktuellen Lieblingsjeans. Ich habe die in schwarz gewählt. Ich mag das immer ganz gerne. Aber ich habe auch noch zwei Armed Angels Jeans, einmal in einem hellen Blau und einmal in einem dunklen. Und das sind halt so Sachen, die hast du eigentlich für immer im Schrank, weil die auch vom Stil her, ich sag mal, zeitlos sind. Also diesen Hoodie und diese Jeans, die hätte ich genauso auch in den 90ern getragen, in den 2000ern. Das ist einfach eigentlich für jeden was. Jetzt legen wir los! Und wie gesagt, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten als sonst. Ha, ha. Es gab Erdbeeren im Angebot, habe ich gleich zweimal zugeschlagen. Habe ich jetzt gesagt, dass Picknick da war? Ja, Picknick war da. Ich habe letzte Woche schon bei Picknick bestellt, hatte auch was mit kranken Kindern zu tun.
Und es hat einfach jetzt wieder alles gerettet, dass ich jetzt heute nicht wieder raus muss. Kräuterseitlinge. Ich möchte unbedingt diese Woche Spätzle selber machen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Und dazu Kräuterseitlinge in so einer Rahmsoße. Und dazu Erbsen und Möhren. Heute ist hier blendig, ne? Merkt man? Egal. Und vielleicht auch laut, weil die Spülmaschine läuft. Super vorbereitet, Jovi. Das ist halt so ein richtiger Küchenblock. So, hier haben wir jetzt was Witziges. Ich muss mal gucken. Sind hier wirklich nur 4 Äpfel drin? Sieht aus, als müssten da 6 Äpfel drin sein. Aber nee, die waren so versetzt. Also, einmal Äpfel. Rosenkohl. Schon wieder so witzig, ich habe das schon mal erzählt. Keiner hier in meiner Familie mag Rosenkohl. Keins der 3 Kinder isst Rosenkohl. Mein Mann isst kein Rosenkohl und ich liebe Rosenkohl. Vielleicht mache ich mir, also ich mache mir dann immer noch so die Hälfte von dem Netz. Auf 2 aufteilen, so viel kann ich auch nicht essen. Noch dazu als Beilage, vielleicht noch zu den Spätzle oder so. Ja. Dann haben wir einen Mini-Salat oder besser gesagt 2. Frischen Schnittlauch. Schnittlauch, ich habe sowieso immer frische Kräuter im Haus. Einiges wächst auch schon wieder auf der Fensterbank, aber noch nicht so ertragreich. Ich freue mich richtig wieder auf die Anzucht und alles. Also ich werde euch auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ich bin schon wieder kurz vorm Loslegen. Ich möchte diese Woche einen Kartoffelsalat machen. Und unter anderem ist da Schnittlauch. Lauchzwiebel, Himbeeren, ein Kohlrabi. Kohlrabi, ich mache auch hin und wieder mal so Rahmkohlrabi, aber Kohlrabi ist tatsächlich mit unser liebstes Rohkost. Ich finde, Kohlrabi hat so eine gute Konsistenz und so einen leckeren Geschmack. Da mache ich gerne so einen Kräuterdip oder auch einfach einen fertigen Frischkäse und dann so in so Stifte schneiden, Paprika und Möhren noch dazu oder Gurke. Und das essen die Kinder auch voll gern und ich auch. Karotten. Ich mache das doch eigentlich ganz gut heute so schnell, oder? Klopapier. Richtig gut, dass hier immer dieser Hasenpo drauf ist. So ein plüschiger Po. Das ist doch die beste Werbung für Toilettenpapier, ne? Ein Schaumbad. Ein Badedass. Ich habe tatsächlich nichts gefunden und ihr habt mir auch nichts geschrieben, ob jemand schon mal von euch so eine Art Erkältungsbad selbst gemacht hat. Man kann das ja auch mit Badesalz machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein totes Meersalz kaufe und dann da ätherische Öle, also das muss ja dann ordentlich naturrein und so weiter sein, Eukalyptus da reinträufel, das irgendwie in ein ordentliches Glas verschließe, habe ich dann ein Erkältungsbad oder ätze ich mir damit alles weg? Weiß es irgendeiner? Bitte. Dann Petersilie glatt und Dill. Bananas. Jetzt habt ihr aber gewackelt, ne? Eier. Rote Zwiebeln, auch unter anderem für den Kartoffelsalat, aber sonst auch immer für alle Salate. Ich liebe rote Zwiebel roh. Ich kann ganz viel rohe Zwiebeln und rohen Knoblauch essen. Ist übrigens auch mega gesund und ich liebe das gefühlt. Also ich koche eigentlich nichts ohne Zwiebeln und Knoblauch. Außer Milchreis vielleicht. Nudeln habe ich tatsächlich noch nie selbst gemacht. Ich fange jetzt aber erstmal an mit Spätzle. Mal gucken, wie das funktioniert. Nochmal Eier. Auch eine Packung für Kartoffelsalat. Schön viel Ei. Wo wir beim Thema waren. Zwiebeln. Und zweimal Muschelnudeln. Ich mache in letzter Zeit ganz viel, aber mache ich auch schon immer, was sage ich eigentlich in letzter Zeit, ganz viel Gemüsesuppen. Einfach, weil es auch gerade durch das regionale und saisonale Gemüse, was wir auch von Solavie oder vom Markt bekommen, so, das ist immer so, das schreit nach Suppe. Wenn dann dazu noch, ich mache da voll gerne Ei rein, kennt ihr das? Wenn man einfach nur ein Ei in die kochende Brühe schmeißt und dann verrührt und dann sind das so, finden bestimmt auch viele eklig. Ich liebe das. Oder Grießklößchen mit dabei. Das ist aber auch immer relativ viel Arbeit. Da muss man Zeit haben. Oder eben Muschelnudeln. Hatte ich total lange nicht mehr. Ich mag auch eigentlich für Kinder Buchstabennudeln. Aber
Ich koche die immer, glaube ich, zu lange. Und dann sind da nur noch so Schnipsel drin. Ja, Ananas. Das ist schwer. Hier drin brauche ich eigentlich gar nicht auffangen. Na doch. Ist alles voll mit Milchprodukten. Hier drin haben wir dreimal Butter. Und ja, ich habe es tatsächlich immer noch nicht gemacht. Aber geduldet euch. Ich bin so viel beschäftigt hier in der Küche. War so witzig, wie ich euch zeige, dass ich es endlich geschafft habe, gutes Brot zu backen. Aber wie ich das Gärkörbchen ganz falsch benutzt habe. Also die ganze Zeit. Ich habe einfach den Teig in den Stoff rein und habe den da gehen lassen. Dabei ist der Stoff für oben drüber, dass man kein Tuch. Und dann kommt der Teig natürlich in das Holz. Also richtig witzig. Aber das ist ja auch das Schöne, dass an diesem Kanal. Weil ich das einfach, ich mache das so echt, wie ich das halt echt mache. Hier ist nichts vorbereitet oder irgendwie so, dass es so wunderschön aussieht. Ich werde ständig unscharf, ich verlaber mich. Ich sage vielleicht auch manchmal Sachen, die man mit dem Internet sagen sollte. Und liebe es, wenn ich dann von euch auch Tipps bekomme. Und ich habe mich so kaputt gelacht über dieses Kommentar mit dem Gärkörbchen. Ich denke so, dafür ist das. Ja, noch besser. Wir haben hier drin also Milchprodukte, Butter, wird bald selbst gemacht, versprochen, aber ich glaube, ich mache sogar noch vor Butter den stichfesten Joghurt, den man auch im Thermomix machen kann. Das, also Joghurt selber machen, hat mich jetzt gerade sogar noch ein bisschen mehr angefixt als Butter. Dann haben wir einen Haufen frische Vollmilch, 5 Liter und zweimal Schlagsahne und... wie jede Woche fast, 4 Stück frische Hefe. 2 Gurken, 2x Hörnchennudeln, die, falls ihr die noch nicht gegessen habt oder euren Kindern gemacht habt, die sind eigentlich, denke ich, so hauptsächlich für Nudelsalat. So nimmt man die meistens. Die Wuschelnudeln sind auch vom Birkel, das war so ein die waren im Angebot. Diese Nudeln lieben Kinder. Diese kleinen geringelten Nudeln, die sind so toll zu essen, auch für ganz kleine schon und dann irgendwie noch mit Gemüse dabei oder einfach nur mit einer sahnigen Tomatensauce oder so. Es kommt sehr schon auf die Form der Nudel an, weil bitte, wie unpraktisch sind Spaghetti mit Kleinkindern? Lieben die zwar meistens, aber ja, wieder mal einen Haufen Nudeln auf Vorrat und das war schon tatsächlich 3 Paprika in Rot. Ihr seht gleich, mache ich noch einen Kühlschrank vorher, nachher. Ist gar nicht so schlimm diesmal oder so krass, weil ich habe wieder halt vom Markt und von der Solawi noch Gemüse ein bisschen da. Deswegen ist das auch nicht so viel. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass so ein paar süße Sachen fehlen und ein bisschen Mehl und so. Zusätzlich zu dieser Bestellung, die Spülmaschine macht hier voll lauten Kram, war ich noch bei DM. Das filme ich euch aber in einem separaten Video. Und zwar gibt es da einen DM-Haul, der spezialisiert sein soll auf süße Snacks und wie sich diese Geschichte mit den Süßigkeitenkisten bei uns verändert hat bzw. entwickelt hat. Denn ich habe euch vor ein paar Monaten mal erzählt, dass ich bei uns Süßigkeitenkisten ausprobiert habe. Und zwar hatte jedes Kind seine eigene Kiste. Oh, jetzt habe ich schon Hatte verraten. Ich habe nämlich da was verändert. Jedes Kind hatte seine eigene Kiste, wo ich einmal in der Woche Süßigkeiten reingemacht habe und das Kind hatte diese Sachen dann frei zur Verfügung. Ich habe natürlich schon ein bisschen geguckt, dass die sich die Süßigkeitenkiste nicht vor dem Frühstück holen oder in der Nacht oder nach dem Zähneputzen oder 2 Minuten vorm Essen. Also es ist alles nicht so ganz einfach, aber ich werde euch meine Erfahrungen dazu berichten und den ganzen riesen DM-Haul auch so ein bisschen dem Thema widmen. Kinder, gesunde Ernährung, wie gehe ich jetzt mit Süßigkeiten um, was habe ich daraus gelernt, was mache ich jetzt anders und euch einen großen Tipp mit an die Hand geben, weil ich glaube, jetzt habe ich echt eine richtig gute Lösung gefunden, wo man auch gar nicht so viel sagen muss, weil eigentlich könnte ich jetzt sagen, na, nimm doch vorm Frühstück. So. Ich werde das alles wegräumen, euch einen Kühlschrank vorher, nachher filmen und wenn wir uns dann wiedersehen, geht es weiter mit einem Hefezopf und mit 2 Aufstrichen.
Words gonna never hurt me. Hurt me no more. I know that I am right. Ooh. And that it is worth the fight. I know. Oh yeah, I know now. Said I know. Yes, I know. And all you've got to know. So, ihr Lieben, hier ist jetzt nicht das beste Licht, damit ihr mich auch nochmal seht. Hallo! Es wird irgendwie so schon dunkel draußen, es ist auch immer so ein bisschen hin und her, aber es soll ja jetzt auch nicht um dieses Gesicht gehen. Die Kinder sind schon da, wie ihr vielleicht auch jetzt öfter hört im Hintergrund. Die haben das Kletterdreieck aufgebaut mit Rutsche und Leiter und der Hund macht einfach mit. Ich sag's euch, das ist eine Mischung aus Eisbär, Katze und Kleinkind. Was der Hund alles mitmacht und wie der sich freut, ist es einfach absolut verrückt. Wenn er könnte, würde der schaukeln. Macht er auch in der Hängematte. Wir beginnen jetzt zusammen einen Hefezopf vorzubereiten. Wir machen jetzt erstmal den Teig. Und in der Zeit, wo der Teig geht, die Hintergrundkulisse ist auf jeden Fall gut. In der Zeit, wo der Teig geht, machen wir Aufstriche. Ich werde mich heute relativ ans Rezept halten. Ich werde euch die Rezepte natürlich in der Infobox verlinken. Der Hefezopf ist mit Weizenmehl und Zucker. Ich mache den heute komplett so nach Rezept, damit ihr seht, wie der wird. Und da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf, dass es endlich klappt. Ich habe den aber auch schon mal umgewandelt. Ich habe sogar noch ein Stück da. Ich habe den Hefezopf auch schon mal komplett umgewandelt mit Honig und Vollkornmehl, aber wie ihr seht, das ist komplett was anderes. Also das ist absolut nicht ja, Hefezopf-Konsistenz, es ist trotzdem ein süßes, eher weiches Brot, aber jetzt zeige ich euch mal so richtig Hefezopf. Hefezopf ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsrezepte, die ich mit am meisten koche oder backe. Ich mache das, wie gesagt, im Thermomix, braucht man aber natürlich nicht dafür. Ihr könnt alles, was ich jetzt mache, auch sonst in einer Schüssel machen. Wir starten mit 300 Gramm Milch oder Milchalternative. Wie beim Tanken, ich will immer unbedingt genau machen, ne? Beim Tanken ist das echt mein Talent. Oh, noch 7 Gramm. 7 Milliliter halt natürlich. Mit 300 Milliliter macht ihr, wenn ihr ohne Thermomix macht. Ha! Kurz der Beweis. Dann 20 bis 60 Gramm Zucker. Könnt ihr euch überlegen, wie süß ihr das machen wollt? Jetzt mache ich doch was anders. Habe ich eigentlich gelogen. Und zwar nehme ich jetzt Kokosblütenzucker. Hier sieht man auch echt gar nichts. Es tut mir so leid, es ist jetzt so dunkel und ich habe nicht so professionelles Licht oder so, beziehungsweise ich war damit immer sehr unzufrieden. Muss ich mal gucken, ob ich mir sowas anschaffe. Wie gesagt, da gebe ich euch natürlich nichts vor. Das könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Ich habe das auch schon mit Honig gemacht, auch schon mit Dattelsirup und auch schon mit Agavendicksaft. Das geht auch. 50 Gramm Butter in Stücken. Wenn man sagt, Thermomix ist zeitsparender. Also ich war noch nie so viel in der Küche in meinem Leben. Mag sein, dass das zeitsparender ist, weil man manche Sachen einfach alleine lassen kann und in der Zeit
ja, wenn der Milchreis hier kocht oder die Suppe kocht oder so, kann man halt einfach was mit den Kindern gerade machen oder hier aufräumen oder irgendwas. Aber man spart keine Zeit, sondern ist einfach definitiv länger in der Küche, weil es einfach mehr Bock macht. So, wir nehmen einen halben Würfel frische Hefe oder 2 Teelöffel Trockenhefe. Halber Würfel Hefe entspricht 20 Gramm, 2 Teelöffel Trockenhefe entspricht 8 Gramm. Ich empfehle auf jeden Fall aus eigener Erfahrung frische Hefe zu nehmen, immer. Weil das, ich habe alles ausprobiert und früher immer nur Trockenhefe genommen, auch bei Broten und so. Stinkt zwar, die Kinder sagen zu dem Ding hier Stinkeklotz. Im Wohnzimmer und im Kinderzimmer geht es heiß her. So, jetzt wird das Ganze erstmal verknetet im Thermomix bei 37 Grad, so wie eure Hände, hier 3 Minuten. Und ihr verrührt es einfach gut in der Schüssel, am besten mit den Händen. Die Sache generell mit dem Vollkornmehl, und ich habe mehrere Rezepte einfach mal das einfache Weizenmehl durch Vollkornmehl ersetzt. Und bei manchen Sachen klappt das total gut. Ich finde zum Beispiel auch, ein Grießpfeil ist genauso lecker mit einem vollwertigeren Dinkelgrieß und so. Und bei manchen Sachen halt irgendwie auch nicht. Ich finde zum Beispiel Vollkornnudeln leider echt nicht geil. Und zwar kommt jetzt hier dazu 550 Gramm Weizenmehl Typ 550. Mit 405 geht es aber auch. So, bei Mehl ist es am schwierigsten auf den Punkt zu bringen. Bei Flüssigkeiten geht das gut. 550, um Himmels Willen, ist das aufregend. Jetzt bin ich weggelaufen und dann ist auf einmal 551, das kann ich ja nicht ab. So, dann kommt noch ein Teelöffel Salz dazu. Kann man sich auch merken, dass immer bei allem Süßen auch eine salzige Komponente rein muss. Für den Geschmack unter anderem. Und jetzt wird geknetet, ob im Thermomix oder mit der Hand. Furchtbar, egal. So, der Teig ist geknetet und dann füllt ihr den um in eine Schüssel, in eine Teigwanne, in ein Gärkörbchen, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt ja einfach in so eine kleine Wanne. Ihr könnt das einfetten oder einmehlen. Hauptsache, das bleibt nicht so mega kleben. Ich versuche euch das hier in der Dunkelheit zu zeigen, wie der Teig im Thermomix aussieht. So, gucken wir mal, wie er heute floppt. Meine Teigblume hier. Ihr habt mir den guten Tipp gegeben, dass ich das Messer auch einfach jetzt lösen kann. Und dann fällt ja quasi der Teig mit dem Messer raus. Aber es sieht auch heute nach Glück aus. So, bei mir sieht er jetzt hier so aus, vor dem Gehen lassen. Und ich mache jetzt ein feuchtes Tuch drüber. Und bei mir ist meistens hier an der Fensterbank, wo noch Licht hinkommt, so am wärmsten. Man kann auch zwischendurch mal das Tuch nochmal wieder warm machen. Oder wie gesagt, die Heizung drunter anmachen. Dann gehen die Teige immer schnell. Ich gucke immer, wo im Winter, wo ist die Heizung an. Ich lasse dann auch schon mal Teig im Kinderzimmer oder im Wohnzimmer, im Erker gehen. Ganz egal, Hauptsache ein warmer Ort. Wenn ihr irgendwie sowas habt wie einen Kachelofen oder so, natürlich perfekt. Und dann arbeiten wir jetzt weiter. Der Thermomix macht Krach, denn ich lasse den gerade sich selber spülen und dann geht's weiter. Wir bereiten Brotaufstrich vor und da muss ich jetzt alle Rezeptgierigen von euch ein bisschen enttäuschen, weil da kann ich euch jetzt wirklich keine Mengenangaben geben, weil das habe ich mir ausgedacht und ich muss das mit euch teilen. Aber ihr müsst nach Geschmack ein bisschen gucken, wie die Relationen sind. Also ich tue rein Frischkäse, am besten in Bio-Qualität, einfach Natur. Es geht natürlich auch veganer Frischkäse, eine ganze Avocado. Dann frische Kräuter. Ich mache rein Dill, Schnittlauch und Petersilie. Ein paar Blätter Eisbergsalat. Dadurch ist das ganze Ding auch richtig gesund, weil es einfach richtig viel frisches Grünzeug hat. Und ich mache das
nicht gekocht. Also das Ganze wird hier gleich einfach nur zerschreddert. Dadurch muss man sich bewusst sein, ist das auch nur ein paar Tage im Kühlschrank haltbar. Aber ich verspreche euch, wenn ihr, wie ich im letzten Vlog, ein frisches Brot habt und dann so einen geilen Aufstrich, dann esst ihr das auch auf. Ich mache eine kleine rote Zwiebel rein und eine dicke Knoblauchzehe. Gerade bei den beiden Zutaten seid vorsichtig. Dieser Aufstrich ist nichts für Kinder. Der ist nämlich mega scharf oder jedenfalls nichts für kleine Kinder. Roher Knoblauch ist super gesund, aber wirklich richtig scharf. Also guckt, wie ihr das macht. Und ich mache zwei Datteln mit rein, dadurch kommt so eine Süße. Auf jeden Fall Salz und Pfeffer. Das wird jetzt bei mir alles im Thermomix einmal zermixt. Ihr könnt das aber natürlich auch total easy mit einem Stabmixer machen, mit jedem anderen Mixer. Oder sogar, habe ich früher auch schon gemacht, mit meinem kleinen Zwiebelschneider, wo man so an der Schnur zieht. Also das geht auch. Ich werde es jetzt alles zerkleinern, in das Ding schmeißen und dann zeige ich euch, wie es gleich aussieht. So, also wie gesagt, nach Gefühl, wie scharf ihr das haben wollt. Ich baller jetzt hier alles rein. Ich mache jetzt doch auch nur die halbe kleine rote Zwiebel, weil Knoblauchzehe auch sehr groß ist. Und so frische Kräuter können auch ganz schön scharf wirken. Dafür auf jeden Fall auch als Gegensatz die süßen Datteln. Und ich habe wieder so einen Dattel-Rabattcode, der war im letzten Küchenvlog, falls ihr den nicht gesehen habt. So, das wird jetzt alles zusammen komplett zerschreddert mit dem Frischkäse. Dann zeige ich es euch. Gewürze natürlich noch, ne? Nicht vergessen. Frisch gemahlener Pfeffer. Und das ist halt nur so ein Basisrezept. Also die Avocado darf auf gar keinen Fall fehlen. Die ist halt mit, halt auch für die Konsistenz und den Geschmack. Und natürlich auch der Frischkäse oder die Frischkäse-Alternative. Und beim Rest seid ihr komplett frei. Das Ganze kann man natürlich auch als so einen roten mediterranen Aufstrich, zum Beispiel mit getrockneten Tomaten, mit einer frischen Paprika. Und dadurch, dass es halt alles wirklich roh ist und natürlich auch nur ein paar Tage haltbar im Kühlschrank, ist das aber so krass gesund. Also was ihr da auch alles an Grünzeug mit reinballern könnt, ist einfach super gut. Hätte ich jetzt fast noch vergessen, ein gutes Öl mit rein. Noch eine Fettzulage. Ich nehme jetzt hier ein Olivenöl, aber da könnt ihr natürlich auch frei sein, auch vom Geschmack. Ein Leinöl, ein Kürbiskernöl oder sowas. Und auch, wie gesagt, bei Kräutern und Gewürzen freie Hand. So, ich habe schon genascht und schon umgefüllt. Ich musste ja auch gucken, ob es von der Konsistenz und von den Gewürzen her passt. Ich habe mir das so ein bisschen grober gelassen, so mit noch Avocado und Dattelstückchen. Ihr könnt es natürlich auch länger mixen, dass es so komplett so fein wird, also je nach Geschmack. Der Geschmack ist so gut geworden, man glaubt das nicht. Und das ging so schnell. Ich meine, ich musste ja jetzt die Kräuter und so nicht mal alles kleinschneiden, einfach nur zerhacken, egal wo drin, in welchem Gerät. Und das ist sowas von gesund. Also da ist nur gutes Zeug drin. Und die Schärfe von Knoblauch und frischen Kräutern und der Zwiebel gemixt mit der Dattel, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Schreibt mir eure Tipps, was ihr da noch mit reinmachen würdet oder was ihr ausprobiert habt. Es ist einfach nur saugut. Das jetzt vielleicht auch noch mit Butter drunter auf einem frischen, knackigen Brot mit so einer knackigen Kruste. Knusprig, das Wort hat mir gefehlt. Einfach sau, sau gut, selbstgemacht, schnell und nahrhaft. Natürlich könnt ihr das Ganze auch mit viel, viel weniger Knoblauch und Zwiebel machen, damit es kindertauglich ist. Ne? Das ist jetzt nur eine Variante, um mal zu zeigen, wie gut und schnell kann ich eigentlich ein richtig guten Brotaufstrich selbst machen und muss da halt nicht immer irgendwie, keine Ahnung, einen fertigen, gemixten Frischkäse drauf tun, wo lauter komisches Zeug drin ist, was ich gar nicht kenne, geschweige denn halt Wurst drauflegen. Next, ich habe gesagt, wir machen zwei Aufstriche und ich habe mich für Eiersalat entschieden, weil ich habe euch im letzten Food Haul erzählt, dass meine Kinder Eiersalat so lieben und wir meistens diesen Pop-Eiersalat kaufen. Und dann habe ich mit euch zusammen auf die Zutatenliste geguckt und habe mich sau erschrocken, dass bei sowas Einfachem wie Eiersalat einfach mindestens 5 Zutaten drin sind, die ich gar nicht kenne. Und eventuell habe ich aus Versehen in der Zwischenzeit, obwohl ich nur diese Zutaten rauslegen wollte,
schnell noch einen Brotteig gemacht, weil ich brauche natürlich hier diese geilen Aufstriche jetzt heute Abend auch ein frisches Brot. Ich habe mich heute mal dazu entschieden, das Gärkörbchen auch fachlich gerecht anzuwenden. Das war richtig witzig. Und zwar machen das aber auch gar nicht alle so. Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt also den Stoffbezug abgemacht und werde den jetzt so, was nicht geht, mit einer Hand. Moment. So hier drüber ziehen. Und natürlich macht das komplett Sinn. Ja, weil man ja einfach den Teig nicht in den Stoff reinlegt und hier ist jetzt Platz zum Gehen lassen. Der kommt jetzt neben den Hefeteig für den Hefezopf. Das machen wir gleich, wenn der Eiersalat fertig ist. Dann kümmern wir uns um den Hefezopf. Das hier ist ein Teig von der sogenannten Joghurtkruste. Ich habe euch jetzt bei der Zubereitung nicht mitgenommen. Ich werde euch aber den Link in die Infobox setzen. Joghurtkruste ist, glaube ich, das beliebteste Thermomix-Brot, würde ich mal so behaupten, weil das einfach super lecker ist. Ja, da ist Joghurt drin und da ist Balsamico drin und zwei verschiedene Mehlsorten und das ist ganz besonders saftig und knusprig und eher so ein helles Brot. Weiß ich nicht, ob ich euch jetzt das noch zeige, weil das ja auch noch gehen muss, bis das gebacken ist, vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Eiersalat. Gürkchen habe ich hier schon klein gehäckselt, dann haben wir natürlich auch wieder Kräuter. Ich werde nicht das Ganze nehmen, weil das sollte halt auch mit, besonders auch für die Kinder sein. Und dann haben wir Mayonnaise, Senf und hartgekochte Eier. Ich habe mir auch schon ein Glas rausgestellt für gleich, wahrscheinlich brauche ich für die Menge eher zwei. Mal gucken. Und die Mayonnaise, die ist jetzt nicht selbst gemacht. Das ist eine gekaufte Bio-Mayonnaise wenigstens. Aber natürlich kann man auch besonders mit dem Thermomix super schnell eine Mayonnaise selbst machen. Aber das ist dann wieder auch so Next Level. Und beim nächsten Mal, ich mache Schritt für Schritt und nehme euch dabei mit. Und ja, es geht so schnell. Ich schmeiße jetzt alles da rein, zerhäcksel das nicht ganz so lange, weil ich ja auch noch möchte, dass da so Eierstückchen drin sind. Vermische das und zeige euch dann, wie es aussieht. Natürlich wird das auch noch ordentlich gewürzt, zumindest mit Pfeffer und Salz. Und mal gucken, was mir dann noch einfällt. Ich habe natürlich schon probiert. Ich bin mega krass begeistert. Also ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil wird. Ich habe jetzt mich am Ende noch dazu entschieden, ein bisschen Agavendicksaft reinzutun. So einen ganz kleinen Spritzer muss man natürlich nicht. Aber das ist das halt auch, dass in vielen Produkten oder in den meisten, fast allen, Zucker mit drin ist. Und ja, man kann halt auch ein anderes Süßungsmittel nehmen. Einfach auch eine Dattel mit reinwerfen. Oder eine natürlichere Zuckerform verwenden. Es ist so lecker. Ich freue mich jetzt so auf ein frisch gebackenes Brot heute Abend und den Kindern das zu geben. Und so ein Riesenglas und ich habe noch mehr. Werde ich direkt gleich noch ein kleines Glas abfüllen zum Verschenken. Das ist einfach mega gut gewesen und da ist jetzt kein Schrott drin. Ne? Und wenn du dann noch die Mayo selbst machst, mega. Wenn man jetzt mehr davon macht, also ich habe jetzt schon ziemlich viel, also wie gesagt, ich habe jetzt hier noch so ein kleines Glas, dann ist das auch eine perfekte Basis für einen Nudelsalat oder einen Kartoffelsalat. Also das jetzt einfach mit gekochten Nudeln oder gekochten Kartoffeln vermischen, da hast du eigentlich schon den perfekten Kartoffelsalat. Also kann man gerne, wenn man so einen Eiersalat macht, auch eine größere Menge machen. Und dann ist gerade jetzt meine Kerze ausgegangen. Wir wollen aber natürlich noch den Hefezopf machen. So, erstmal eine neue Kerze anmachen, weil so geht's auf gar keinen Fall. Und ich liebe auch einfach die Stimmung einfach. Egal, ob ich vormittags alleine in der Küche bin oder eben nachmittags, wenn wir keine Termine haben und die Kinder hier alle rumwuseln und ich in der Küche bin. Immer wieder kommt mal einer, möchte ein bisschen was helfen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die gucken, die wollen probieren, die sehen, was ich hier tue. Und das ist für mich super, super wertvoll. Also, wir gucken uns jetzt an. Ich sehe schon von außen, dass hier so eine Wölbung ist. Könnt ihr euch erinnern, wie der Teig aussah? Er sollte sich verdoppelt haben. Und das hat er sowas von getan. Also er ist richtig dick. Und fühlt sich an wie mein Hintern. Yeah.
So, guckt ihn euch an. Es geht auf jeden Fall schöner. Aber die Übung macht den Meister. So, und jetzt ist hier noch so ein bisschen Platz, ne? Und der ist hier so schön eingebettet. Und jetzt muss der tatsächlich nochmal gehen in der Form. Also ich werde ihn jetzt nochmal zurück auf die Fensterbank stellen und mit einem Tuch abdecken. Und dann wird der schön nochmal hochkommen und so an den Seiten so ein bisschen überlappen. Und dann kommt er in den Ofen. Gut. Mhm. Die Karotte ist ein Film. Hat der Gizmo dir geholfen, das abzuknabbern da? Mhm. Hm. Sieht man in deinem Film eine Karotte? Ja, guck. Jetzt bin ich raus. Ich zeige euch jetzt, wie der Hefezopf aufgegangen ist. Und wollte euch noch sagen, ihr müsst den Hefezopf nicht in eine Form geben. Ich mache das nur immer, weil ich das schöner finde, wenn der unten so ein bisschen eckig ist und dann so hoch geht. So ist er jetzt hier rausgekommen. Und jetzt bestreiche ich den mit Eigelb, mit gequirltem Eigelb, damit der oben glänzt. Also das ist auch wirklich nur so eine Schönheitssache oder damit das oben ein bisschen schöner wird, muss man auch nicht machen. Ihr könnt den Hefezopf auch einfach ohne Form auf ein Blech legen. Und während das backt, zeige ich euch, was ich zu Mittag gemacht habe, damit dieser Küchenvlog auch komplett ist. So, der Hexenküchenherd, der Hefezopf backt jetzt bei 180 Grad, mindestens 25 Minuten bis 30 Minuten, müsst ihr ein bisschen gucken. Und nebenbei habe ich Mittagessen gemacht und zwar habe ich mich jetzt entschieden, das nicht mit Spätzle zu machen. Ich habe hier jetzt Hähnchen und Kräuterseitlinge in Rahmsoße und das auch wieder nur so als Beispiel, sowas mache ich nicht im Thermomix meistens, ne? Hier drin köcheln jetzt gleich noch Karotten. Die habe ich mit so einem Wellenschneider geschnitten und die kochen jetzt in Wasser mit der selbstgemachten Gemüsepaste. Und dann gibt es die einfach nur so als Beilage. Hier drin zieht noch ein Wildreis und hier hinten haben wir einen grünen Salat. Einfach nur grünen Salat mit Zitronen, Senf, Honigdressing. Und das gibt es zum Mittag und wahrscheinlich zum Nachtisch ein Stück Hefezopf mit selbstgemachten Datella. So, mein Brot ist fertig aufgegangen. Jetzt habe ich aber die Frage. So, jetzt habe ich das ja so richtig rumgemacht. Jetzt hat das ja... Moment. Gucken, ob das überhaupt klappt. Ja. Theoretisch, wenn ich es besser bemehlt hätte, wäre es jetzt so zusammengeblieben und hätte diese schönen Striche überall. Aber ich will es ja jetzt nochmal falten und so und dann erst in den Gusseisentopf tun. Also dann hat das ja mit den Striemen keinen Sinn. Außer ich falte das jetzt und lasse es dann nochmal in dem Gärkörbchen gehen und tue es dann erst in den Gusseisentopf. Das kann ich natürlich machen. Das mache ich. Tada! So sieht das gute Stück jetzt in der Form aus. Und ich werde das rausholen und dann zeigen. Hätte man echt ein bisschen schöner flechten können, ne? Da in der Mitte. Vorführeffekt. Da habe ich irgendwie einen Fehler drin. So, ich habe jetzt das Randstück für euch abgemacht, damit ihr das mal seht. Und hier ist das Beste. Das Innere, dieses super fluffige, fast schon Brioche-mäßige. Und es ist einfach sau lecker. Und ich verabschiede mich jetzt mal nicht mit Gesicht, sondern mit meinem ersten großen Erfolg. Ihr seht, das ist erst ein Regal von ganz, ganz vielen Regalen. Aber es wird wirklich jeden Tag mehr. Und ich bin so, so stolz. Das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte einfach mehr selbst machen. Ich habe das alles selbst gemacht. Das ist super Vitamin, Apfel, Blaubeermus. Das ist gesunder Schokoaufstrich. Das ist Gemüsepaste, also Gemüsebrühe. Das ist der Avocadoaufstrich. Das ist der Eiersalat. Und es kommt gefühlt jeden Tag was dazu, wo ich dahinter komme. Aha, so wird das gemacht. Kann man voll easy selber machen. Und man hat so ein viel besseres Gefühl beim Essen. Und nicht nur beim selber Essen, sondern auch den Kindern natürlich zu geben. Ne? So, ich verabschiede mich jetzt bei euch. Und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Freude bei dem Video hattet. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, drückt auf Abonnieren und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Video wieder. Ciao!